Eine Aufzuchtanlage südlich von Mailand. In diesen Becken wachsen viele Millionen kleiner Aale heran. Sie werden als 2- bis 3-jährige Jungtiere als Glasaal im Atlantik eingefangen und hier großgezogen. 9 Uhr morgens, Zeit zur Fütterung. Das bevorzugte Fressen der Aale, eine Paste aus Fischmehl, Weizen, Mais, Mineralien und Vitaminen. Bei der Fütterung beobachte ich immer, wie die Aale fressen, ob sie vielleicht aggressiv sind. Sie zeigen mir, wie es ihnen geht. Das Schmatzen ist ein gutes Zeichen. Den Aalen geht es gut. Die Schlangenfische in Gefangenschaft zu halten, ist allerdings nicht einfach. Nur wenn du gut zu den Aalen bist, sind sie auch gut zu dir. Dann wachsen und gedeihen sie. Was du ihnen gibst, das geben sie dir auch wieder zurück. Die schonende Aufzucht der Aale dient aber nur einem Ziel, der Qualität ihres Fleisches. 5 Jahre bleiben sie auf der Farm, dann sind sie groß und fett genug für den Abtransport. 10.000 Kilogramm Aal fasst der Speziallaster. In seinen Wassertanks sollen die Aale eine lange Reise überstehen. Sie führt von Mailand im Norden Italiens nach Winsen bei Hamburg. Nach 22 Stunden Fahrt erreicht der Lastwagen sein Ziel, die Aalschlachterei. Deutschlands größte Fischfabrik verarbeitet in Kiel jedes Jahr 65.000 Kilogramm Aal. Doch wie haben die Tiere den Transport aus Mailand überstanden? Jens Schrader, der Leiter der Aalschlachterei, checkt die Qualität der Tiere. Nur gesunde Aale dürfen in die Schlachtung. Sehen Sie, das ist hier ein traumhafter Aal, der hat ungefähr 750, 800 Gramm. Kurz und dick, kleines Gesicht, unbeschädigt. Das ist was ganz Gutes. Seit 2 Tagen schon hungern die Aale. Bis zur Schlachtung erhalten sie kein Futter mehr. So kommt der Geschmack ihres Fleisches besser zur Geltung. Die Aale dürfen ein letztes Mal ins Wasser. Hier aber bleiben sie höchstens 7 Tage. Dann ist es soweit. Die Männer holen die Schlangenfische wieder aus ihren Becken. Sie sind jetzt etwa 7 bis 8 Jahre alt. Reif zur Schlachtung. Durch ein 20 Meter langes Rohrsystem rutschen sie direkt in das Schlachthaus nebenan. Der Aal ist der widerstandsfähigste Fisch und sehr schwierig zu töten. Früher wurde er in Sand geschmissen und der Sand rieb die Schleimhaut von den Aalen ab und dann ist der Aal nach einigen Stunden qualvoll gestorben. Heutzutage wird er elektrisch getötet. Schwachstrom soll den Aal vor allem betäuben. Zum Schutz der Mitarbeiter sind nicht mehr als 6 Ampere erlaubt. Der Strom fließt 5 Minuten über die Trennwände. Dann muss der Schleim von den Aalen entfernt werden, damit sie später appetitlich aussehen. Sodalauge löst den Schleim. In der Trommel reiben ihn sich die Aale gegenseitig ab. Nach einer Viertelstunde reinigt sie ein Wasserstrahl. Dann sind die Aale bereit für die Schlachtmaschine. Holzspäne sorgen dafür, dass sie nicht aus der Vorrichtung rutschen.
In einer 5 Meter langen Straße werden die betäubten Aale geschlachtet, ausgenommen und gesäubert. Vollautomatisch. Die modernste Aalschlachtmaschine Deutschlands. Das Entscheidende ist, dass der Aal sauber geschlachtet wird. Und das Wichtigste ist, dass hier hinten der Blutfaden und der Blutsack herauskommen. Denn wenn die drin bleiben würden, dann würde der Aal nach dem Räuchern bitter schmecken und unappetitlich aussehen. Aalblut ist außerdem giftig und kann Haut und Schleimhaut verätzen. Darum fahren die Aale noch einmal unter die Bürste. In der Endkontrolle entfernen Arbeiter verbleibende Reste. Dann reisen die Aale auch schon weiter in die Aalräucherei nach Bremerhaven. Auch hier untersucht ein Qualitätsprüfer erst einmal jede Lieferung. Ein frischer Aal darf nicht nach Fisch riechen. Schäden an der Haut würden beim Räuchern aufplatzen. Innen darf kein Blut sein. Der letzte frische Test. Das Fleisch muss elastisch sein. Dann bekommen die Aale ein Bad, eine 15-prozentige Salzlake. Sie dient nicht nur dem Geschmack. Das Salz entzieht dem Fisch das Gewebewasser. Salz dringt ein und wir nehmen den Bakterien die Nährstoffe. So wird der Aal haltbar. Pökeln heißt dieser Vorgang. 2 Stunden bleibt der Aal in dem Bad. Dann hat das Salz das Fleisch durchdrungen. Die Aale sind bereit für die Räucherkammer. Jeweils 15 Stück auf einem Spieß. Für den Rauch sorgen Buchenspäne. Sie harzen nicht. Das ist gut für die Maschinen. Der Aal gart bei 80 Grad im Rauch. Die Dauer im Räucherofen ist dabei entscheidend. Wenn der Aal nicht ganz durchgeräuchert ist, dann fängt er hier an zu stinken. Das heißt, er würde vergammeln. Man kann es natürlich sehen, wenn man den Fisch aufschneidet, das Fleisch würde hier vorne noch rötlich sein. Nach 3 Stunden ist der Räucheraal fertig. 12 Tage ist er jetzt haltbar.